Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes, Freunde. Viele haben schon gefragt, wie ich den Uploadplan machen werde. Ich möchte keinen wirklichen Uploadplan machen, also ich sag mal, Minimum einmal die Woche wird es online kommen, aber wenn ich richtig Bock habe, kommen vielleicht auch 4 Folgen in der Woche so. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, es kommt 2 Folgen oder 3 Folgen die Woche und dann kommt doch wieder nur eine oder zwei. Deswegen eine Minimum so, weil ich auf jeden Fall einmal in der Woche genug Zeit haben werde und auf jeden Fall auch Lust haben werde, eine Folge in der Woche aufzunehmen. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Turn habe und sage, hey, ich habe jetzt übel Bock, 3, 4 Folgen hintereinander aufzunehmen oder das passt gerade, weil ich den Tag nicht zu tun habe, dann kommen in der Woche vielleicht auch mal 3 oder 4 Folgen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, aber ich möchte jetzt keinen festen Uploadplan machen. Selbe für Naruto, habe ich auch gesagt. Es kommt, wenn es kommt, Minimum einmal die Woche, keine festen Tage, weil ich mich davon irgendwie ein bisschen wegbewegen will. So. Wenn es dann mal aus irgendeinem Grund nicht passt, dann bin ich abgefuckt, dann sind die abgefuckt, dann sind wir alle abgefuckt. Deswegen haben wir jetzt Staffel 4, Folge 2, Freunde. Ja, für alle, die gerne noch einmal mit mir die ganzen Haus des Geldes Reactions, die ganzen Haus des Geldes Folgen nachholen wollen. Ich werde euch die Haus des Geldes Playlist reinpacken, alles in der richtigen Reihenfolge. Dort könnt ihr meine Haus des Geldes und die Trailer Reactions auch noch sehen, wenn ihr die sehen wollt. Ja, ansonsten, Freunde, würde ich sagen, schauen wir rein. Berlins Hochzeit, Berlins Wedding heißt die Folge. Ich bin gespannt. Ich finde cool, dass wir diese Flashbacks haben, damit Berlin noch mit zu sehen ist. Und dass wir trotzdem noch ihn weiterhin in der Serie ein bisschen aufleben lassen können, in irgendeiner Art und Weise, ja. Holt euch ein gutes Getränk, Freunde, schmeißt die Folge an. Ich würde sagen, wir starten. Die Folge geht nämlich 44 Minuten und 25 Sekunden. Wir drücken auf Play, Freunde. Macht euch ready. In 3, 2, 1. Perfekt. So. Eine Netflix-Originalserie. Uff, Digga, das in der letzten Folge war nicht easy. Ich würde alle abziehen, Digga. Ich würde alle abziehen. Oha, hoch. Ich finde cool, dass hier sogar der Professor der Schiedsrichter ist. Oha! Hey! Lass den Typen in Ruhe, ich mag ihn gerne. Ich habe zwar seinen Abschüler vergessen, aber das ist einer meiner Favorite Character. Der mit dem Schnauzer. Der Tatortreiniger. Bruder. Ich möchte nicht in dieser Lage sein. Keiner. Ich weiß nicht, ob ich gerade lieber Nairobi wäre oder lieber Tokio. Real Talk, ich weiß es nicht. Oh, Bruder, das Loch ist ja 10 Meter tief. Oh. Oh. Don't drop it. Weg damit, alright. Lol. Bruder. Holy fuck, man. Das sah nicht gut aus, Jungs. Der Schwan. Jungs, es ist der Schwan. Bam.
Oslo, Digga. Oslo, sage ich schon. Helsinki, Mann. Oslo. Rest in peace, Oslo, by the way. Mann, Oslo, Alter. Wenn ich an Oslo denke, wäre ich immer traurig, Mann. Digga, einfach ein Stück Lunge. Fuck, Alter. Alter, gute Metapher. Er ist zu gierig, er ist viel zu gierig, Mann. Einfach zu gierig, der Typ. Und zu eigensinnig. Nice Mucke, Alter. Ach, Bruder. Das Problem ist halt, dass er es nicht weiß. Er weiß nicht, dass sie noch lebt. Das ist das, was mich am meisten tiltet einfach. Das tiltet mich am meisten. Es sieht richtig bad aus gerade. Ach Mann. Warum ist die so aufgeregt, Digga? Oha, das war deshalb, Digga, bin ich dumm, das war deshalb Bonn. Ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, das war so eine Polizistin. Hab mich gewundert, warum die so aufgeregt ist. Es war einfach Lissabon, Digga. Komplett AFK gewesen. Schlag sie, schlag sie, gib mir den Schlag. Gib mir den Schlag. Okay, kann sie nicht machen wahrscheinlich gerade. Na, ah, ich habe so gehofft, dass jetzt ein Schlag kommt. Aber kann sie auch nicht machen. Man will auch keine Schwangere schlagen. Man will keine Schwangere schlagen. Und man will auch keine psychisch Gestörte schlagen. Und sie hat sich... Sie... Kommt ein bisschen psychisch gestört rüber. No front an dieser Stelle. Einfach Real Talk. Aber mies, Alter. Ich weiß halt nicht, wie sie es jetzt rumdrehen wollen. Es sieht so schlecht ausgefühlt wieder wie noch nie. Problem ist diesmal, dass der Professor auch hart gedamaged wurde. Und das wird das Schlimmste. Das fickt mich am meisten, dass er nicht weiß, dass sie noch lebt. Dass er all diese Qualen jetzt umsonst hat. Das ist das Schlimmste. Weiß nicht. Und Palermo ist auch noch ein dickes Problem. Also im doppelten Sinne ein dickes Problem.
Ja, und er ist immer selber schuld. Oh, das wird richtig wehtun, Bruder. Oh mein Gott. Wir alle kennen diesen Schmerz. Wenn irgendeine Wunde desinfiziert wird. Oh mein Gott. Oh. Das ist einer der schlimmsten, der ekligsten Schmerzen. Nicht der schlimmste, aber der ekligsten. Er ist halt so eine Ratte. Er hat halt Denver echt dazu bekommen, ihn zu schlagen. So. Das ist das, was er wollte. Dass er von Monica zusammengeschlagen wird von Denver. Ja, Unfälle passieren. Ja, natürlich. Ey, Arturo hat aber so eine Art an sich, dass man ihn schlagen möchte. Das könnt ihr alle bestätigen, glaube ich. Er ist so ein ekliger Schmieriger auch. Wie er glotzt, Digga. Unangenehm, Digga. Er wird immer ekliger. Ey, jetzt, oder? Also, Arturo wird echt ekliger und ekliger, finde ich. Oh, ich dachte, er sagt was anderes. Ganz ekliger Typ, Alter. Boah. Boah. Wenn er wüsste, was er durchgemacht hat. Jungs! Ja, die beiden größten Hitzköpfe der Gruppe gegeneinander. Nicht gut gerade. Nicht gut. Ich weiß nicht, ob das so gewirkt hat, wie es sollte von Denver. Ich glaube, er hat versucht, ihm nur klarzumachen, was er stehen lassen hat, aber wie er es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das so ankam bei Rio, wie es ankommen sollte. Ach, Palermo, Bruder, mach jetzt keinen Scheiß. Bruder? Was ist das? Was ist das? Sprengstoff? Was ist das? Was? Er drückt hier auf den Knopf. Oh, Ehre, Ehre, Ehre. Ehre. Schaut sie euch an, Freunde. Er weiß, sie würde auch auf ihn schießen. Sie würde auch auf ihn schießen. Ich hab's gesagt. Ja, schon ein bisschen.
Ich sehe dich da drin, Bruder. Ja. Selber schuld, Digga. Was hast du erwartet? Ja? Sie würde es machen. Sie würde. Ja, sie würde es machen. Sie würde es machen. Aber er würde es auch machen. Oh. Nein. Ja, was ist dein Plan? Real Talk, draußen geht's ihm nicht besser. Ja. Ja. Oh. Helsinki ist der richtige Mann. Helsinki ist der richtige Mann. Oh, ich liebe Helsinki, Alter. Nicer Reference. Ja, kann er nicht machen. Helsinki. Helsinki, Mann. Fucking Helsinki. Oh. Oh. Alter, ein weiterer Grund, warum Helsinki einer der besten Charakter ist, Mann. Er weiß halt nicht, wann. Er weiß nicht, wann Schluss ist. Ja, verständlich. Am Anfang war Denver. Am Anfang war Denver noch ein ganz anderer, fühle ich. Vom Feeling her, so, wisst ihr? Er hat sich kurzzeitig gebessert, aber er ist abgedriftet, Mann. Ja, fühle ich. Fühle ich. Fühle ich. Er checkt es halt echt immer noch nicht. Er ist so schlecht darin, mit Frauen zu reden oder mit Menschen allgemein, glaube ich. Kann ich zu 100% unterschreiben und nachvollziehen. Er hat sich das 100% selbst eingebrockt, Mann. Ja, der Bro kann es auch nicht fassen. True, 100%.
Ja. Ja, einfach Schnauze halten. Der Bro versteht es. Ich glaube, Denver sollte allgemein öfter die Schnauze halten. Würde für alle gut gehen. Ja. Es war abzusehen, dass es irgendwann passiert, Mann, weil Denver echt einfach dieser andere Hitzkopf ist, der keinen Plan vom Leben hat gefühlt. Er ist sympathisch und alles, aber was soll man machen, Mann? True. Och Mann, ich möchte einfach, dass er es erfährt. Sie denkt drüber nach. Sie denkt drüber nach. Ja. Nicht in den Nachrichten. Sie haben seine eigene Taktik angewandt gegen ihn. Oh, endlich! Oh, endlich! Ja. Nein, scheiß drauf, wir müssen. Oh, er ist direkt wieder klar im Kopf gefühlt. Oh, Fehler. Fehler begangen.
Oha, das geht noch voll. Ja, immerhin, Digga, 70. Dann hat man noch 30 Jahre, wenn alles gut läuft. Such dir was Schönes aus. Wird sie eh nicht viel bringen. Ich fühle ihn. Ja. Ich fühle beide sehr gerade. Ich fühle beide. Es ist dumm, jetzt zu fighten. Nein. Es ist dumm zu fighten, aber ich kann beide 100% verstehen. Ich kann beide 100% verstehen. Och, Jungs. Jungs, ey! Redet wie normale Menschen, Mann! Danke. Ich nehme die erste Variante. Er geht rein. Oh. Der Professor. Doch, doch, ich vertraue ihm irgendwie. Ich will dich anfassen. Ah, gutes Argument. Die waren schon durch mit dem Fight. Ehre, Mann, Digga. Ich fühl den. Ach, Mann. Neuer Favorite Character, würde ich sagen. Oha. Oh, ich würde den Professor gerne auch tanzen sehen. Sieht nach einer echt guten Hochzeit aus. Ich mag ihn gerne auch.
Ich mag Berlin so gerne, Mann. Irrenmann. Oha! Jetzt wird's wild, Jungs! Oha! Jetzt werden wir mal nicht disrespektvoll hier. Das ist true, kann ich auch bezeugen. Oh, sie darf sich nicht manipulieren lassen. Würde er machen. Würde er machen. Wenn sie wüsste, was er jetzt durchgemacht hat. Wenn sie jetzt wüsste, was er durchgemacht hat. Ach, wenn sie jetzt wüsste, was er durchgemacht hat. Hoch. Hey. 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 Oh shit. Holt eure Masken raus, Jungs. Holt eure Masken raus. Stay strong together. Oh shit. Das ist das Problem. Ah, gut. True.
True. Perfektes Standbild. Auch true. Ja. True. Er weiß es. Die müssen die Crowd was rufen lassen. Er wird die Crowd was rufen lassen. Achtet drauf, man hört die Crowd gerade noch und nicht die Crowd, die Menschenmenge, nicht umsonst. Nicht ohne Grund hat man die im Hintergrund gerade. Er wird es hinbekommen, dass die Crowd irgendwas ruft, was er möchte. Mein Call. Ach, Bruder. Waschraumtime. Ich hab einen Disrespect. Okay. Oha. Ich glaube, das gefällt ihm sogar. Echt? Echt? Oha. Ey, Palermo ist echt ein fucking Psychopath. Palermo ist ein Psychopath. Was ein fucking Creep, Alter. Was ein Creep.
Das ist der eine Polizist, der Schwachkopfpolizist. Ist er das? Ist er der Schwachkopfpolizist? Also, der die Schwachstelle darstellt im Team? Ja. Okay, meine Idee mit der Crowd. Come on, bruh. Das kannst du besser. Meine Idee mit der Crowd war anscheinend auch nicht so krass. Ich dachte, ich habe 800 IQ-Move gemacht mit dem Crowd-Plan, Alter. Das wäre nice gewesen. Wäre smart gewesen, aber. Oha, Respekt, dass er das droppt. Wer. Das ist eine schöne 1. Digga, sie ist auch fucking creep und weirdo. Die arme Mann. Okay. Hey. Das ist ein kleines Problem gerade. Ich würde prüfen, ob er eine Knarre bei sich hat. Er will den Helden spielen. Er hat so ein Heldensyndrom, glaube ich, oder? Ja, es war klar. Es war klar. Es war so klar. So ein Idiot, Digga. Also er ist safe nicht dead, oder? Wie hoch war das? Ah, wobei es war schon hoch. 6 Meter vielleicht? 6 Meter mit dem Face? Auf so ein Sprungbrett? Ah. Wenn er ungünstig gelandet ist, könnte er dead sein tatsächlich. Aber das Sprungbrett hat ja viel abgefedert, so rein theoretisch. Deshalb hat er viel abgefedert, wenn man drüber nachdenkt. Das war es schon natürlich mit der Folge, perfekt. Das Sprungbrett hat natürlich viel abgefedert, so rein theoretisch vom Fall, weil es nach unten gegangen ist und sich mitgebogen hat. Aber es war trotzdem ein harter Aufprall. Wenn er ungünstig gelandet ist, könnte es Genickbruch gewesen sein. Ich glaube aber nicht, dass er 100% dead ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist nur ausgenockt. Hoffe ich zumindest. Weil er ist das schwächste Glied rein theoretisch. In diesem ganzen Baukasten, den man noch beeinflussen könnte. Schade, Mann. Ich habe echt gehofft oder gedacht, dass er das mit der Crowd nehmen wird. Dass er irgendwie aus dem Haus irgendwie so von wegen mit dem Megafon gerufen wird. Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und ruft bitte alle das und das. Dann rufen die alle oder es werden Zettel irgendwie verteilt. Yo, alle das rufen. Und dann rufen die alle das so laut, dass es Raquel hören würde. Und das wäre dann halt irgendwie was. Der Professor, irgendwie halt so ein Code von wegen Professor weiß, du bist da oder wir sind da, bla bla bla, irgendwie sowas. Dachte ich, wäre ein smarter Move gewesen. Schwierig, dann wissen natürlich die Polizisten auch direkt, dass der Professor weiß, dass sie noch lebt. Schwierige Situation. Aber ansonsten auf den Typen zu gehen, war smart. Ich hoffe, er ist nicht dead. Und ansonsten, ich glaube, wenn sie jetzt noch sehr lange auf Raquel einspricht, könnte ich mir vorstellen, dass Raquel denkt, ach fuck, vielleicht ist es doch nicht so.
so das Niceste gerade hier, ja? Schwierig. Ich kann sie schwer einschätzen, muss ich dazu sagen. Ich hoffe aber, dass sie irgendwie schaffen, schnell genug ihr eine Botschaft zukommen zu lassen. Weil wenn sie wüsste, wie der Professor gelitten hat, als er dachte, dass sie dead ist, ey, holy shit, dann würde sie jetzt nicht zweifeln an ihm, ja? Falls sie das überhaupt tut. Ansonsten glaube ich, dass Palermo noch ein fucking Problem sein wird und dass das noch irgendwie eskalieren wird. Es ist ja eigentlich schon fast eskaliert, aber es wird noch schlimmer eskalieren. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Typ ausbüchsen wird. Also ich weiß nicht, ob Palermo ihm so dazu anstiften wollte, dass er ausbüchst. Ausbüchst, auch schönes Wort auf jeden Fall. Dass er ausbüchst, aber oder ob er ihn nur provozieren wollte. Schwierig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns wann auch immer mit einer neuen Folge, spätestens nächste Woche. Und ja, bis dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Von Bett durch fresh, so wie immer. Und